Es ist nicht leicht, ihn zu verlassen. Es muss schwer sein. Ja, sehr. Aber ehe ich ihn verlasse, will ich noch Frühstück machen. Will die Hemden bügeln. Will den Ofen rütteln. Federbetten schütteln. Gasrechnung bezahlen. Will die Stube fegen und den Zins erlegen. Und die Schuhe holen vom Schuster. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor will ich Hemden waschen, will die Brote schneiden, muss den Besen suchen und die Kohle holen aus dem Keller. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor muss ich die Hemden flicken und das Messer schleifen. Und den Schlüssel finden für den Keller. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor muss ich noch Nadeln kaufen. Aber heute ist der Sonntag. So werde ich morgen eben Nadeln kaufen. Dann den Zwirn nehmen und die Hemden flicken und die Kohle bringen. Dann die Schuhe holen und die Stube fegen und das Feuer machen und die Messer schleifen. Und dann werde ich ihn verlassen. Es muss schwer sein. Ja, sehr. Es ist nicht leicht, ihn zu verlassen. Es muss schwer sein. Ja, sehr. Aber ehe ich ihn verlasse, will ich noch Frühstück machen und die Hemden bügeln. Will ich Ofen rütteln, Federbetten schütteln, Gasrechnung bezahlen, will die Stube fegen und den Zins erlegen und die Schuhe holen vom Schuster. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor will ich Hemden waschen, will die Brote schneiden, muss den Besen suchen. Und die Kohle holen aus dem Keller. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor muss ich die Hemden flicken, muss das Messer schleifen und den Schlüssel finden für den Keller. Ja, tu das. Ja, das muss sein. Aber zuvor muss ich Nadeln kaufen. Aber heute ist ja Sonntag. So werde ich morgen eben Nadeln kaufen, dann den Zwirn nehmen und die Hemden flicken, auch die Kohle holen und bügeln und die Schuhe holen und die Stube fegen und das Feuer machen und die Messer schleifen und dann werde ich ihn verlassen. Es muss schwer sein.